Als ich 15 Jahre alt war, wanderten meine Familie und ich nach Bolivien aus. Um Spanisch zu lernen, fing ich an, zweimal die Woche in einem kleinen Zoo zu arbeiten. Für die nächsten fast 4 Jahre arbeitete ich in diesem Zufluchtsort für Tiere, in dem verwundete, verwaiste oder ausgesetzte Tiere ein neues Zuhause bekamen. Und hier möchte ich einiges mit euch teilen und ich wünsche mir, dass ihr auch einen Teil davon erleben könnt. Tiere, die mich im Zoo am meisten fasziniert haben, waren die Nasenbären. Solche Tiere hatte ich zuvor noch nie gesehen, was wahrscheinlich auch daran lag, dass es die in Deutschland und in Europa auch nicht gibt. Wir hatten 2 Nasenbären in einem riesengroßen Käfig. Der Käfig war so groß, dass auf seinem Platz locker 2 große Häuser Platz gehabt hätten. Eine von den beiden Nasenbären war sehr freundlich und nett. Und immer wenn ich kam, dann freute sie sich riesig und kam gleich ans Gitter und ich konnte sie kraulen. Und sie hat in den höchsten Tönen irgendein Liedchen gesungen. Die machen nämlich fast so melodische Geräusche wie Vöglein. Aber in diesem Käfig war auch ein anderer Nasenbär. Und dieser Nasenbär hieß Peppi. Und Peppi war vorher bei Leuten gewesen, die sie ganz schlecht behandelt haben. So schlecht, dass sie sogar nur noch 3 Zähne hatte, weil die anderen ihren ausgeschlagen waren. Und so war sie oft gereizt und sie mochte Menschen nicht wirklich. Und deswegen konnte man diesen Nasenbärenkäfig eigentlich nicht betreten. Aber ich bin oft zu Tejonilda gegangen, dem netten Nasenbären. Ich habe sie durchs Gitter gekrault. Und eines Tages kam eine sehr interessante junge Frau zu uns in den Zoo. Sie hieß Livia und sie war aus Europa. Und sie hat aber schon die letzten 3 Jahre in Südamerika mit Raubkatzen gearbeitet. Mit Pumas und mit Jaguaren. Und mit Ozeloten. Und mit diesen Raubkatzen, die nahm sie dann an die Leine, so wie wir normalerweise mit einem Hund spazieren gehen. Und dann ging sie mit denen durch den Dschungel und durch den Wald und führte sie spazieren, damit diese Raubkatzen nicht immer nur im Käfig waren. Und sie half auch mit, solche Raubkatzen auszuwildern. Und sie war völlig fasziniert von diesen Raubkatzen. Und es war faszinierend, ihr zuzuhören, wenn sie davon erzählt hat. Und sie hat dann immer mit einer Begeisterung erzählt, was sie alles mit diesen Raubkatzen erlebt hat. Und am Ende von jeder Geschichte hat sie immer gesagt, ich weiß gar nicht, was andere Leute haben und warum sie Angst vor Raubkatzen haben. Es gibt kein so faszinierendes Tier wie eine Raubkatze. Wir waren uns da alle nicht so sicher, denn Livia hatte auf ihren Armen und Beinen große Narben, weil auch manche der Raubkatzen sie angegriffen hatten. Aber Livia, das störte sie gar nicht. Sie war trotzdem super fasziniert und hatte eine Leidenschaft für Raubkatzen. Und so eines Tages sagte sie dann zu mir, ich glaube, wenn man mit Raubkatzen spazieren gehen kann, dann kann man das doch mit Nasenbären auch machen. Und so suchte sie kleine Halsbänder und wir gingen eines Nachmittags zum Käfig von den Nasenbären und sie ging hinein. Und sie hatte eigentlich keine Angst. Sie sagte, das kriege ich schon irgendwie hin. Und so ging sie hinein. Und Tejonilda, die war sowieso so freundlich, die kam sofort schnell auf ihren Schoß geklettert. Und es war ganz leicht, ihr das Halsband anzuziehen. Und Peppi, die war an dem Tag eigentlich gut gelaunt. Und deswegen, nach einer Weile und mit viel Geduld, schaffte sie es auch, Peppi das Halsband anzuziehen. Und so kam sie wieder aus dem Käfig heraus und sie sagte, es ist besser, wir lassen jetzt die Nasenbären in Ruhe und heute Abend können wir dann mit ihnen spazieren gehen. Sie brauchen jetzt erstmal eine Pause. Und so kamen wir am Abend wieder. Und Livia ging wieder in den Käfig und Tejonilda war schnell angeleint und so reichte sie mir Tejonilda an der Leine heraus. Und sie sagte zu mir, geh schon mal mit Tejonilda weiter nach hinten, da wo die Pferdeweide ist, damit die Hunde sie nicht sehen und sie sich nicht erschreckt. Und so bin ich mit Tejonilda in Richtung Pferdeweide gegangen. Aber ich hatte ja immer nur Hunde ausgeführt, aber niemals einen Nasenbären. Und so lief ich da und wollte das Türchen öffnen und wollte mit Tejonilda durch das Türchen gehen. Aber Tejonilda lief nicht durch das Türchen durch, sondern sie kletterte einfach oben drüber. Und hinter dem Türchen war ein kleiner Busch. Und Tejonilda blieb mitten im Busch stecken und hat sich mit ihrer ganzen Leine verheddert. Da habe ich gemerkt, man braucht wohl etwas Übung, um mit Nasenbären spazieren zu gehen. Und so habe ich sie wieder frei gemacht aus diesem Busch und sie ist mir auf die Schulter geklettert. Und Livia hatte in der Zwischenzeit auch Peppi angeleint und kam mir hinterher. Und dann bin ich weitergelaufen. Tejonilda war immer noch auf meiner Schulter. Aber plötzlich war Tejonilda nicht mehr da. Und ich habe mir gedacht, ist sie jetzt runtergesprungen? Und ich habe auf den Boden geschaut.
Aber da war Tichonilda nicht. Und so habe ich an der Leine entlang geschaut und Tichonilda saß direkt über mir auf dem Baum. Sie hatte einfach einen Satz gemacht und war in den Baum gelandet. Und so musste ich sie wieder hinunterlocken. Aber nach einer Weile hatte ich dann doch Übung, wie man mit einem Nasenbären spazieren geht. Und so sind wir auf der ganzen Pferdeweide spazieren gegangen. Da war auch ein kleines Waldstück drauf mit hohen Bäumen. Und darunter war viel Laub, so wie es hier ist. Und da haben sie im Laub gewühlt und nach Insekten gesucht, weil das die Lieblingsspeise von den Nasenbären ist. Und so sind wir Tag für Tag mit den Nasenbären spazieren gegangen. Und über die nächsten Monate, wo Livia im Zoo war, haben wir das ganz oft gemacht. Und Tichonilda und Pippi haben sich eigentlich schnell daran gewöhnt und sogar schon darauf gefreut. Aber da kam der Tag, an dem Livia den Zoo verließ. Und weil ich nicht allzu viel Erfahrung mit Nasenbären hatte und weil ich jetzt alleine war und niemand anders es machen wollte, konnte ich jetzt nicht mehr alleine mit den Nasenbären spazieren gehen. Und so haben wir das nicht mehr gemacht. Und dann kam Patrick in den Zoo. Derselbe Patrick, der damals den Dibu freigelassen hatte. Und Patrick, der schaute sich auch den Nasenbärenkäfig an. Der war immer gut gelaunt und er hatte immer viel Energie. Und der wollte gern was Schönes machen. Und so dachte sich der Nasenbärenkäfig, der ist schon ziemlich dreckig. Weil niemand hat sich wirklich getraut, da hineinzugehen. Als ich mit den Nasenbären spazieren gegangen bin, ist ja oft Livia zuerst reingegangen und hat sie rausgeholt. Und so hat er sich vorgenommen, dass er den Nasenbärenkäfig sauber macht. Er wollte das Laub, das alte, wegrächen. Und in der Mitte vom Nasenbärenkäfig war auch ein kleiner Wasserfall, den wollte er säubern. Und so suchte er jemanden, der ihm helfen könnte. Wenn er es alleine machte, würde es ja lange dauern. Und so fragte er unter den Volontären herum, aber keiner der Volontäre traute sich so recht, in den Nasenbärenkäfig zu gehen. Denn inzwischen waren noch zwei Nasenbären dazugekommen. Die waren zwar nicht wirklich angriffslustig, aber so ganz freundlich waren sie auch nicht. Und so hat er dann mich gefragt und hat gesagt, hey, du warst doch damals schon mal mit der Livia da in dem Käfig drin. Und da meinte ich, ja schon, aber das war mit jemandem, der sich auskannte. Und damals waren es auch nur zwei Nasenbären und nicht vier. Und ich habe mich nicht so recht getraut. Und dann war Patrick etwas enttäuscht und hat gesagt, na gut, dann mache ich es halt alleine. Und wir haben ihn gewarnt, wir haben gesagt, Patrick, mach das lieber nicht. Weil die Indianer in Südamerika, die nennen den Nasenbären das Tier, das der Tiger nicht fangen kann. Weil Nasenbären sind so schnell auf den Bäumen, dass es fast keinen Puma und keinen Jaguar gibt, der sie fangen kann. Und Patrick hörte aber nicht auf uns und so wollte er trotzdem reingehen. Er stellte sich alles bereit und er trug alles in die Nähe vom Eingang. Und so sagten wir, nimm wenigstens noch einen Wasserschlauch mit. Dass wenn sie dich angreifen, dann kannst du sie mit Wasser vollspritzen und Nasenbären mögen kein Wasser. Und so haben wir einen langen Schlauch genommen und ihn vom Wasserhahn bis in den Nasenbärenkäfig gelegt. Und jemand hat sich an den Wasserhahn gestellt, um ihn rechtzeitig aufzudrehen, falls Patrick den brauchte. Und so ist Patrick guten Mutes in den Nasenbärenkäfig reingegangen. Und es dauerte nicht lang, da hatten ihn auch schon einige Nasenbären entdeckt. Und sie kamen auf ihn zu und Pippi, die oft so gereizt war, die kam als erstes auf ihn zu. Und er hatte Gummistiefel an, denn ein bisschen Vorsorge hatte er schon getroffen. Und so sagten wir ihm, bleib ganz ruhig, sie wird schon nichts machen. Einfach nur stehen bleiben und abwarten. Das ist nämlich immer das Beste, wenn man mit einem wilden Tier zu tun hat. Einfach stehen bleiben. Und so blieb er eine Weile stehen, aber dann wurde es ihm doch zu viel. Und er rief, gib mir Wasser, schnell, ich brauche Wasser. Und so haben wir schnell den Wasserhahn angedreht, aber aus dem Schlauch kam kein Wasser. Und Patrick war schon völlig verzweifelt. Wir schauten, woran liegt es denn? Aus dem Wasserhahn kommt doch Wasser, warum geht das denn jetzt nicht in den Schlauch rein? Und dann haben wir gesehen, dass da, wo der Schlauch in den Käfig ging, hatte der Schlauch einen Knick und das Wasser kam nicht auf der anderen Seite raus. Und Patrick war so verzweifelt, weil das Wasser nicht kam, dass er nach Pippi trat. Und Nasenbären sind Rudeltiere. Sie bleiben alle immer zusammen. Sie leben in einer Gruppe und sie behüten sich auch gegenseitig. Sie verteidigen sich gegenseitig und warnen sich gegenseitig. Und als die anderen drei Nasenbären sahen, dass Pippi gekickt worden war und dass er mit dem Stiefel sie getreten hatte, da wollten sie sie verteidigen. Und so warfen sie sich alle auf Patrick und versuchten, an seinen Beinen hochzuklettern. Und sie haben scharfe Krallen, auch die Nasenbären. Und so kratzten sie ihn und wollten an ihm hochklettern. Und Patrick, der rannte so schnell wie möglich zum Ausgang.
Aber die Nasenbären, die kletterten schon an ihm hoch und ihr wisst ja, wie schnell Nasenbären sind. Deswegen nennen die Indianer sie ja das Tier, das der Jaguar nicht fangen kann. Und so rannte er, aber die Nasenbären waren schneller und sie sprangen an ihm hoch und kurz vor dem Ausgang fiel er hin. Und er stolperte und fiel direkt vor dem Ausgang hin und alle Nasenbären stürzten sich sofort auf ihn drauf und sie versuchten ihn zu beißen, denn er hatte ja ihr Territorium betreten und er hatte auch noch jemanden angegriffen aus ihrer Gruppe und das gefiel ihnen gar nicht. Und André, der hatte schnell reagiert und er war zurückgerannt in der Zwischenzeit und hat einen Eimer mit Wasser geholt. Und jetzt machte er ganz schnell die Tür auf und er stürmte rein in den Käfig und schüttete den gesamten Wassereimer auf Patrick und die Nasenbären. Und da, weil ja Nasenbären Wasser nicht mögen, haben sie sich erschreckt und sind kurz weg. Und da hat André den Patrick am Arm genommen und ihn schnell aus dem Käfig gezogen. Und wir haben dann den Patrick zurück zu den Häusern gebracht. Seine ganzen Arme waren verkratzt und verbissen von den Nasenbären. Und so haben wir seine Arme desinfiziert und verbunden. Das erste Mal, dass er die Bu freigelassen hatte, hatte er nicht viel daraus gelernt. Und die Bu war noch ein zweites Mal abgehauen. Auch das zweite Mal schien er nicht wirklich was daraus gelernt zu haben, denn jetzt war ihm schon wieder so etwas passiert. Aber diesmal hatte Patrick etwas daraus gelernt. Und von dem Tag an haben wir nie mehr Patricks Hilferufe gehört. Denn er hat immer unsere Warnungen ernst genommen und seine Aufgabe auch ernst genommen. Wenn jemand uns warnt in unserem Leben, dann müssen wir scharf nachdenken. Weil manchmal kann es sein, dass andere Leute eine Situation viel besser beurteilen können als wir. Und wir denken vielleicht auch, das wird schon nicht so gefährlich sein. So wie Patrick dachte, dass in den Nasenbärenkäfig zu gehen nicht so gefährlich ist. Aber andere Leute können es manchmal besser sehen. So ist es wichtig, dass wir Warnungen nie ignorieren, sondern mal nachdenken. Vielleicht haben die Leute ja recht.